spät, dann sind sie dabei. Das wollen wir nicht. Aber es scheint loszugehen mit. Gut, dann bin ich in der Regie. Oh, was ist? Ich habe ein Auge überall. Oder jo, alles überall. Klar. Und Mutt, ich poste das Comment nochmal. Achso, ja gut. Oder Krox hat es gerade nochmal gemacht. Danke dafür. Da kannst du dich dann bewerben. Oder ihr genau. Generell. Kann kochen, so. Wer dir einen braucht. Oh, das nehmen wir auch gerne mit. Ja, das ist für die Events gar nicht mal verkehrt. Wenn es doch so einfach wäre. Ja, wenn es so einfach wäre, ja. Genau. So, ich kann gleich sagen, ich habe mich auf den Run gar nicht vorbereitet, weil ich ihn gerade vor einem Monat kommentiert hatte. Das ist, müsste auch absolut dieselbe Kategorie sein, oder? Was? Ich glaube, beim letzten Mal war es auch normal. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber macht eh keinen wirklichen Unterschied. Außer, dass es dann entsprechend leichter oder schwerer ist mit einem anderen Schwierigkeitsgrad. Ein wenig, der sich nicht auf seine Runs vorbereitet. Du enttäuscht mich. Ja, wie gesagt, ich habe mich halt vor einem Monat gerade doch vorbereitet. Gibt tatsächlich auch gar nicht so viel Speedrun-technisch Interessantes zu erzählen dazu. Mal wieder. Ja, natürlich. Und los geht's. Okay, die Verzögerung hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, super Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts, beziehungsweise Ghosts and Goblins, auch eine klassische Reihe, die auf dem NES damals angefangen hatte, von Capcom. Und wir spielen Sir Arthur, der seine Freundin retten muss. Die ist vom Dämonenkönig entführt worden. Und um das zu schaffen, haben wir ja in erster Linie unsere Waffen. Die Waffe wird immer oben in der Mitte angezeigt. Und da gibt es ein paar verschiedene. Da gehe ich... Okay, das RNG hat ihn gleich am Anfang getrollt. Das hat er gerade selber so gesagt. Ja, auf die Waffen gehe ich später nochmal ein bisschen ein. Wir werden genug Downtime haben in dem Run, glaubt mir. Den Grund werdet ihr später auch erfahren, davon mal abgesehen. Ja, es gibt auch Rüstung. Wir hatten ja eben so eine hübsche grüne Rüstung an, die er jetzt aber auch verloren hat, weil er einmal getroffen wurde. Und die Farbe der Rüstung spielt tatsächlich auch eine Rolle in dem Spiel. Je nachdem, was für eine Rüstung wir haben, können wir nämlich auch Magie wirken. Ja. So, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte einfach nur sagen, es ist prädestiniert für die Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins Spiele. Sobald man einmal getroffen wird, ist man die komplette Rüstung los. Das zieht man sich einfach komplett aus. Genau. Wobei, da gibt es tatsächlich auch Ausnahmen. Also es gab, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber da wurde die Rüstung dann erstmal, ja, gedowngraded. Ich hasse dieses Wort, aber... Aber auf alle Fälle ist es hier so, dass man, je nachdem, was für eine Rüstung man gerade trägt, hat man halt entsprechend starke oder schwache Magie oder halt gar keine Magie auch für die Waffen. Und da kommt es halt auch immer auf die Waffe an. Also jede Waffe hat quasi ihre Grundfunktion. Der normale Schuss oder Wurf oder was auch immer. Und dann zwei verschiedene Stufen der Magie, die dann abhängig ist von der Rüstung. So, und wie gesagt, darauf gehe ich dann aber später nochmal ein. In erster Linie werden wir aber jetzt den Dolch sehen. Das ist eigentlich schon in... Oh, schon wieder gestorben. Wow. Ist irgendwie nicht sein Tag heute. Nein, aber der Dolch, den kann man halt sehr schnell werfen. Der macht zwar an sich nur durchschnittlichen Schaden, aber allein die Geschwindigkeit, mit der man den halt werfen kann, macht das dann wieder wett. Und je schneller man drückt, desto mehr Schaden kann man halt. Also je schneller man den Button masht, desto mehr Schaden kann man damit halt machen. Wichtig, so spielmechanisch, ist auch, dass man mit Doppelsprüngen versteckte Schatztruhen enthüllt. Warum auch immer das so ist, ich habe keine Ahnung, aber das ist halt eine Spielmechanik, von der man dachte, oh, das klappt bestimmt wunderbar. Und deswegen wird er an einigen Stellen ab und zu eventuell mal so ein bisschen komisch hin und her springen. Eine andere wichtige Funktion des Doppelsprunges ist, wenn man den durchführt, also wenn man im zweiten dieser beiden Sprünge dann ist, machen die Waffen auch ein bisschen mehr Schaden. Deswegen ist es sinnvoll, immer halt so ein bisschen, ja, durch die Gegend zu springen, während man Gegner besiegt. Und eine andere nette Funktion, die allerdings keinerlei Vor- oder Nachteil bietet. Man hat ja eben bei dem ersten Endgegner dort gesehen, beim Cockatrice, dass
sobald er besiegt war, dass man da einen Schlüssel eingesammelt hat, beziehungsweise dass er einen Schlüssel halt fallen lassen. Man kann diesen Schlüssel auffangen, indem man sich genau dahin stellt, wo der halt runterfällt und dann nach oben drückt. Dann kommt so eine kleine Einblendung, nice catch. Hat halt keinerlei Bedeutung, ist aber ein nettes kleines Gimmick. Und hier wird er jetzt wahrscheinlich gleich ein Damage, ja, da war er, der Damage Boost, den wir da einsetzen. Er sagt doch gerade, es war beabsichtigt, ansonsten hätte er da noch ein paar Leitern hochgehen müssen und bla bla. So geht's einfach ein bisschen schneller. Aber tatsächlich hat das Spiel ansonsten so Speedrun-technisch nicht wirklich viele Sachen, die man erwähnen kann. Ja, so, jetzt haben wir einen Autoscroller. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Teil im ganzen Run. Es passiert halt tatsächlich so gut wie gar nichts. Deswegen kann ich nochmal eine grundsätzliche Spielmechanik erklären, und zwar die Schatztruhen. Es sieht zwar immer aus, als wenn in den Schatztruhen irgendwie random Sachen drin sind, stimmt allerdings nicht ganz. In der ersten Schatztruhe, die man aufmacht, ist immer eine Waffe drin. In der zweiten ist dann die Bronzerüstung drin. Mit der kann man dann die erste Magiestufe der entsprechenden Waffen schon machen. Dann kommt als dritte Schatztruhe die Goldrüstung. Damit kann man dann halt die stärkste Form der Magie benutzen. Dann kommt der Sonnenschild, der insgesamt bis zu 3 Projektile abwehren kann, bevor er dann verschwindet. Und dann kommt nochmal eine Waffe, beziehungsweise noch was anderes, aber darauf gehe ich dann später ein. Und in der nächsten Schatztruhe ist dann immer eine Falle. Und ab da sind es dann Waffen oder magische Dinge. Und das wird dann halt auch immer zurückgesetzt, wenn man das nächste Level startet oder wenn man halt stirbt. Da würde dieser Zyklus wieder von vorne losgehen. Und ich sagte ja vorhin schon, das ist so ziemlich der langweiligste Teil im ganzen Run. Ich glaube, ihr seht jetzt auch warum. Es ist halt wirklich nur abwarten. Ein Autoscroller, an dem nicht mal großartig was zu sehen ist, weil er das meiste eh schon außerhalb des Bildschirms tötet. Was tatsächlich auch Sinn macht, weil das Spiel teilweise ein bisschen laganfällig sein kann. Und je weniger Sprites auf dem Bildschirm sind, desto weniger Lags gibt es natürlich. Deswegen versucht er die Gegner auch mal so schnell wie möglich zu töten. Im Übrigen, ich finde den Runner gerade ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du auch im Hauptstream reinhörst, aber yep, die haben richtig Spaß, die Jungs. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Also, ich kann mich noch an das BLR-Ding erinnern. Also nichts gegen die BLR-Leute, aber da war es halt, ich sag mal ganz blöd deutlich langweiliger. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint oder so. So, da hat er jetzt die Goldrüstung. Jetzt kann er, wenn er den Waffen-Button gedrückt hält, kann er das Ganze aufladen. Man sieht ja an der linken Seite von der Waffe, also oben in der Mitte ist ja die Waffe zu sehen. Und links und rechts davon sind ja diese Punkte. Und das ist halt diese Anzeige fürs Aufladen. Also wenn man den gedrückt hält, füllt die sich. Wenn sie ganz voll ist, kann man die Magie dann loslassen. Und wie ich vorhin schon sagte, das hängt halt immer von der Waffe ab, die man hat. Da gibt es dann unterschiedliche Effekte. Ja, und auf die werde ich dann halt nachher gleich noch irgendwie eingehen. Ich muss mir mal einen guten Moment suchen, wo das ganz gut funktioniert, ohne dass dann im Run irgendwas verloren geht oder so. Sollte er, ich sehe bei dem Level immer nicht hundertprozentig durch, wo er gerade ist, aber das müsste jetzt der letzte Abschnitt schon sein. Kommt er jetzt zu einem Wasserfall, dort ist der Boss. Und ja genau, da ist der Wasserfall. Und da werden wir jetzt auch das erste Mal Magie sehen. Und zwar den Drachen. Das ist die zweite Form der Lanze? Hat er jetzt die Lanze? Des Dolches, genau. Der Drache, der fliegt halt so komisch über den Bildschirm und er muss den Gegner entsprechend auch wirklich physisch berühren, damit er Schaden macht. Das heißt, man muss halt den im richtigen Moment loslassen, ansonsten fliegt er einfach um den Gegner herum und dann hat er gar nichts gebracht, der Drache. Dann ist eh darauf an, den Blick möglichst wenig Fehler zu machen, sonst ist der Run gestorben. Ja? Prinzipiell ja, es gibt aber ein paar Games, die halt so schwer sind, dass du einberechnen musst, Fehler zu machen. Fangames wie Wannabe the Boshi, Super Meat Boy sind da prädestiniert für, dass du einfach damit rechnen musst, dass du Fehler machst. Richtig.
Das nächste Spiel gehört irgendwo auch mit dazu, kann ich schon mal sagen, also Actraiser 2. Aber darauf kommen wir dann natürlich, wenn es soweit ist. Nicht mehr meine Baustelle. Achso, ja stimmt, da bist du ja gar nicht dabei. Da hast du dann schon genug von mir, ne? Ja, ja. Weil zwei Commentaries kann ich noch raushalten, danach ist es mal gut. Aber auch nicht in Folge, ganz wichtig. Genau, ganz wichtig. Boah. Die Stelle hier finde ich immer ziemlich fies, weil so als Casual-Spieler weiß man ja nicht, wo diese Säulen da aus der Lava rauskommen. Okay, gut, das hat er gut geschafft. Also er ist bewusst da an der oberen Plattform vorbeigesprungen. Hat ein bisschen Zeit damit gespart, indem er gleich auf die untere runter ist. Problem ist halt, man sieht es glaube ich schon, wenn man einmal in der Luft in irgendeine Richtung geht, springt, meine ich, nicht geht, dann kann man die Richtung halt auch nicht mehr ändern. Also ähnlich wie bei den alten Castlevania-Spielen zum Beispiel. Deswegen muss man halt, bevor man springt, schon genau wissen, in welche Richtung man springt, wie weit man springt und dergleichen. Wir sehen übrigens auch gleich noch einen der ikonischsten Gegner aus der Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins Reihe. Und zwar den Red Demon. Ich weiß nicht, wer von euch, oder kennst du die Demon's Crest oder Gargoyle's Crest und Demon's Crest Spieler? Es sagt mir was, aber selber nie gespielt. Ah, okay. Das sind richtig gute Spiele und eine Serie, die leider nach insgesamt drei Spielen komplett vorbei war. Eins auf dem NES, eins auf dem Game Boy, eins auf dem SNES. Das war dann Demon's Crest auf dem SNES. Und da wäre es echt mal wieder Zeit für Nachfolger. Und dieser Dämon, den man da spielt, der kommt ursprünglich aus diesem Spiel hier. Und hier ist er aber ein ganz, ganz ekelhafter Gegner gewesen. So der Hassgegner der meisten großen Goblin-Spieler. Würde ich jetzt. Ja, genau, Firebrand, richtig. Kriegt sie das. So, hier muss natürlich wieder ein bisschen angegeben werden mit dem Mode 7-Effekt. Das hat man ja bei vielen SNES-Spielen. So, er lädt die Magie wieder auf. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen dafür, dass demnächst gleich ein Boss kommen wird. Ist in dem Fall übrigens auch tatsächlich so. Und zwar dort. Oh, den wow. Hat er gut getroffen. Oh, wow. Das war ideal jetzt. So, Schlüssel eingesammelt, weiter geht's. Es gibt, oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen, waren das 5 oder 6 Level? Ja gut, okay, das 7. ist in dem Sinne kein Level mehr. Richtiges. Also normalerweise bestehen die Level auch immer aus zwei Akten und dann kommt der Boss. Außer das, jetzt will ich kurz gucken, das 6. Level und das 7. Level, die unterscheiden sich in der Hinsicht ein kleines bisschen. So, auch hier haben wir wieder Mode 7 Effekt. Ja, wie gesagt, jedes SNES-Spiel, das irgendwas auf sich gehalten hat, hat diesen Mode 7 Effekt irgendwie benutzt. Aber weil es halt für die damalige Zeit sehr beeindruckend war. Das muss man ja auch ausnutzen. Cursed Castilla X, der Name sagt mir was, Fight Angel. Aber ich hab's definitiv nicht gespielt. Übrigens, so ganz nebenbei, die Geldsäcke, die wir hier einsammeln, die bringen uns im Endeffekt gar nichts. Der Mode 7 Effekt, oh Gott, wie beschreibt man den am besten? Im Grunde ist das so ein simulierter 3D-Effekt. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. In Wirklichkeit wurden dann nur Pixel vergrößert oder verkleinert. Aber wenn man es richtig gemacht hat, sah es halt aus wie 3D. Und sowas hat man aber auch gerne so für solche Drehungen, wie man es hier zum Beispiel auch gerade sieht, benutzt. Und hier in dem Level bewegt man übrigens nicht die Plattform, sondern das Level an sich. Das kann man hin und her drehen. Very important to do. Yeah, we're trying to despawn these blueberries too. That's why you see me going back and forth. Because if you see them, ach so, ist eine Ghouls and Ghosts Klon oder Klonkopie, wie auch immer. Okay. Also wie gesagt, vom Namen her kenne ich es, aber ich hätte jetzt auch nichts damit verbinden können, so wirklich. Ja, so ein Pseudo-3D. So ungefähr kann man es bezeichnen, richtig. Das sieht man vor allem in F-Zero, das ist sehr bekannt gewesen dafür, für diesen Mode 7-Effekt. Werden wir auch im nächsten Spiel in Actraiser 2 wieder relativ häufig sehen. Genau, Fallmus. Da haben wir beide quasi gleichzeitig dasselbe gesagt bzw. geschrieben. Und richtig, Dizzy. Also technisch gesehen ist es tatsächlich noch 2D, aber es sieht halt aus wie 3D. Deswegen
war das damals so beeindruckend, weil das SNES konnte definitiv kein 3D. Ja, R-Type natürlich, Lars. R-Type Final ist eins meiner Lieblings-PS2-Spiele sogar noch. So, nächster Boss besiegt. Dann kommen wir jetzt in das Level. Jetzt muss ich selber nochmal kurz nachgucken. Oh. Die hatten hier, glaube ich, sogar immer offiziell, oder da wusste ich immer nicht genau, ob das die offiziellen Namen sind. Aber das ist der Ice Forest. Und hier in dem Ice Forest gibt es tatsächlich einen Glitch oder einen Skip. Wie war denn das nochmal? Da muss man bei einer bestimmten Lawine sich davon überrollen lassen. Das wird allerdings im Speedrun nicht genutzt. Ich glaube, weil es viel zu inkonsistent war und viel zu riskant. Lucifer, das weiß ich. Das ist auch auf meiner Steam-Wunschliste schon. Das werde ich mir dann bei Gelegenheit mal holen. We mentioned how the shield is a detriment in terms of the lag it causes, but one benefit it does. So, jetzt wird's hier gleich eine Stelle geben, solange er, ja okay, diese Stelle meinte ich hier, hätte er da jetzt keine Rüstung mehr gehabt, hätte er sich an dieser Stelle bewusst getötet, weil direkt davor auch ein Checkpoint war und dann hätte er da auch gleich eine Rüstung beim Neuspawn bekommen. Aber ja, braucht er diesmal nicht. Ich weiß noch, bei der Vorbereitung zum... da war übrigens ein Firebrand, also einer von den roten Dämonen, ganz kurz zu sehen. Die werden wir noch ein bisschen besser sehen. Nee, bei der Vorbereitung zum BLR-Commentary hatte ich das in der PB von dem entsprechenden Runner damals gesehen, dass er da sich töten lassen musste. Und in seinem eigentlichen BLR-Run war dann genau dieselbe Situation wieder. Den konnte ich mich jetzt so gut auch noch daran erinnern, dass es genau an dieser Stelle war. So, und das müsste jetzt die Lawine gewesen sein, bei der es halt diesen kleinen Skip oder Glitch gibt. Also eine von den beiden war es auf alle Fälle. Ich habe es halt selber nie gesehen, ich habe nur was darüber gelesen. Weil, wie ich vorhin schon sagte, im Speedrun macht man das halt gar nicht. Obwohl es theoretisch möglich wäre. Wäre wahrscheinlich sowas wie, so eine Teststrategie. Aber ich habe mir ehrlich gesagt nie einen Test von dem Spiel angeguckt. Oh no, yep. Ah, da wurde er jetzt nochmal getroffen. Das heißt, auch die Magie ist weg. Deswegen sieht auch die Waffe oben in der Mitte auch so normal aus, sag ich mal. Da ist das Nice Catch übrigens mal gewesen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob er es vorher schon mal gemacht hat. Aber eben habe ich es gesehen, dass er es gemacht hat. Wie gesagt, das bringt im Run halt überhaupt nichts. Bringt im eigentlichen Spiel auch gar nichts. Da ist übrigens der Red Demon oder Firebrand nochmal ordentlich zu sehen. Aber dieses Nice Catch sieht halt ganz nett aus. Da hat er eben nochmal einen Damage Boost gemacht, um dann ein bisschen schneller hochzukommen. Spart halt alles Zeit. Und wir sind beim finalen Boss, zumindest bei der ersten Phase. Warum hat er dann... Warum ist er gerade bei 16:35? Wundert mich. Also, wie gesagt, hiernach kommt jetzt noch, Moment. Ah, nein, Quatsch, ja. Kommt ja noch dieser kurze, das Level und dann kommt halt der finale Boss. Die beiden Phasen des finalen Bosses. Entschuldigung, mein Fehler. Meine Güte, eindeutige Profis. Es tut mir leid. Ist ja genauso wie neben Commentary, der nicht mehr redet, ne? War das jetzt eine Anspielung auf meinen Ding? Nee, auf mich. Ach so. Weil ich die ganze Zeit kein Wort gesagt habe, weil du es so schön gemacht hast. Da habe ich mir gedacht, ne? Ach so, okay, darauf war das bezogen. Hier an der Stelle, die Sprünge sind übrigens immer ziemlich schwierig hier, an der Stelle triggert er die Gegner ganz gerne mal. Einfach damit die in eine bestimmte Richtung ausfahren und dann kann er an denen vorbei quasi weiterspringen. Oh Gott, da ist wieder ein Firebrand. So, und da war jetzt auch wieder eine von diesen versteckten Schatz. Und ich sagte ja vorhin schon, man triggert die, indem man einen Doppelsprung macht. Und die muss man halt auch an bestimmten Stellen dann machen, damit an einer bestimmten anderen Stelle so eine Schatztruhe auftaucht. Ah, und Kaito kam zumindest bis zu dieser Stelle. Nur trotzdem Respekt. So leicht ist das Spiel definitiv nicht. Jo. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die NES Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins, dass die um einiges schwerer noch gewesen sind.
If you're Malcolm, yeah, absolutely. If you're me, you know, I'll just take the run. Aber gut, das kann auch eine subjektive Meinung sein. Hm? Ist wahrscheinlich die gleiche Meinung, wie viele Dark Souls-Spieler haben, dass Dark Souls immer leichter geworden ist. Was einfach nur daran liegt, dass die eigentlich gleich schwer sind, aber bei Dark Souls 2 waren die Leute, die Dark Souls 1 schon durchgespielt haben, natürlich schon daran gewöhnt, an die Art und Weise, wie das Spiel läuft. Deswegen wird es subjektiv leichter. Hier haben wir jetzt den finalen Boss. Jetzt seht ihr auch, warum ich da vorhin so ein bisschen durcheinander gekommen bin, weil die erste Phase im Grunde genau dasselbe war. So, aber ich wundere mich trotzdem, dass die Zeit so niedrig ist. Weil das ist jetzt definitiv von der Zeit her. Ach, was laber ich? Ich glaube, der Trick funktioniert nicht noch ein zweites Mal. Ich habe es beim BLR schon gemacht. Man muss das Spiel zweimal durchspielen. Die meisten Leute, die sich mit Ghouls and Ghosts auskennen, die wissen das. Ja, BC, das hat es auch gerade geschrieben, spätestens jetzt hätte ich es eh verraten müssen. Man muss das Spiel ein zweites Mal durchspielen, um das echte Ende, das wahre Ende zu erreichen, und darum geht's halt auch in den Run. Das heißt, wir werden jetzt alles, was wir eben gesehen haben, nochmal sehen. Auch den Autos. Genau. Oh, sorry, ich bin gerade bei diesem schönen, schlechten Versuch, den gleichen Witz zweimal zu machen, eingeschlafen. Ach so, okay. Dann war es meine Schuld. Yeah. Aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also als ich über die Schatztruhen geredet habe, über die Reihenfolge, in der da die Sachen erscheinen, da hatte ich ja gesagt, dass nach dem Sonnenschild entweder eine Waffe kommt oder was anderes, worauf ich später nochmal eingehen werde. Und dieses andere, das kann ich jetzt ja schon mal sagen, im zweiten Durchgang ist da dann stattdessen nämlich ein Ring drinne. Also na gut, der Ring zählt technisch gesehen auch als Waffe, aber da ist dann immer der Ring drinne. Und dieser Ring ist wichtig, weil man den letzten Boss mit dem Ring besiegen muss, um das wirkliche Ende zu erreichen. Wenn man bei dem halt keinen Ring hat und das den entsprechend auch mit dem Ring nicht besiegen kann, dann muss man das letzte Level nochmal komplett machen. Aber wichtig ist halt, dass man beim letzten Boss den Ring hat und ihn damit dann auch tötet. Und dann hat man das wahre Ende, beziehungsweise dann kommt man nochmal zu einem zusätzlichen Boss und den muss man besiegen und dann hat man das wahre Ende erreicht. Aber wie gesagt, das alles kennen wir jetzt schon und ich kann ja mal während des Autoscrollers nachher so ein bisschen die Waffen erläutern, wie es geht. Wir sehen ja jetzt so gut wie nichts, weil die meisten Waffen für einen Speedrun ziemlich ungeeignet sind. Im Endeffekt alles außer dem Dolch, na, und dem Ring, weil man den halt braucht. Wobei der so ziemlich als die schlechteste Waffe gilt im Spiel. Ja, und ganz am Anfang hat man halt auch mal die Lanze gesehen. Aber ja, es gibt noch ein paar andere schöne Waffen. Vor allem ein paar schöne Zusatzeffekte durch die, vor allem durch die zweite Magiestufe jeweils. Und Basket Girl, genau das macht er jetzt. Nochmal dasselbe. Der zweite Durchgang. Hm? Was würdest du sagen? Ich find's super, wie die im Hauptstream Spaß haben, von wegen, hey, du bist da vorher im vorherigen Durchlauf zweimal gestorben. Jetzt spring nicht! Und er springt zwar aber gerade hoch und so, hey, wie ist da mit dem Kill der Gegner, wo er zweimal hängen geblieben ist dran. Also man merkt auf alle Fälle, dass die Leute dort vor Ort ihren Spaß dran haben. Also die Kommentatoren und der Runner selber. Und das ist ja immer das Wichtigste. Genau. Okay, er sagt doch gerade, hier ist Stage 1, bei dem, in dem Level hat er halt die meisten Recovers, also die meisten Resets, würde er wahrscheinlich meinen damit. Was ja irgendwo auch sinnvoll ist, weil ein Speedrun, bei dem man schon im letzten Level ist, den bricht man dann ja normalerweise nicht ab. Sondern wenn, dann bricht man schon ab, wenn das erste Level ein bisschen doof läuft. Nice Catch, da haben wir es wieder. Da machen sie auch mal mit, fällt mir gerade auf. Ja, muss ja. Genau. So, und weiter geht's. Auf dem Schiff. Jetzt sehen wir aber auch nochmal den Damage Boost. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen drauf achten. Also, ich gehe mal davon aus, dass er den jetzt auch nochmal machen wird. Da springt er normal hoch. Das klappt, wenn man von dem richtigen Moment, von der richtigen Höhe abspringt. Und hier, mal gucken, da bei der Schatztruhe da oben. Da lässt er sich einmal treffen, dadurch wird er nochmal ein Stück nach oben geschleudert und kann sich halt einiges an Weg ersparen. Ja. Halt ein typischer Damage Boost. So, und jetzt geht's ab in die See.
Und ich würde mal sagen, jetzt kann ich mal so ein bisschen auf die Waffen eingehen. Einfach damit wir die Zeit da ein bisschen gefüllt kriegen. Ihr kennt es ja alle schon, gerade hier ist es besonders langweilig. So, also es gibt die Lanze, das ist halt die Anfangswaffe, mit der man einfach in gerade Richtung schießt. Die hat allerdings keine allzu hohe Schussfrequenz, kann allerdings in der ersten Magiestufe so einen zusätzlichen Feuerschweif erzeugen, der nochmal Schaden macht. Und in der zweiten Stufe schießt sie in alle drei Richtungen, also links, rechts und nach oben, einen Blitz. Wenn man das ordentlich timet, kann man damit gut die Gegner treffen. Also ist auch schön flächendeckend. Ja, der Dolch, den haben wir jetzt die ganze Zeit gesehen. Mit dem kann man sehr schnell schießen. Die höchste Magiestufe kennen wir auch, diesen Drachen. Die mittlere, oder die erste Magiestufe ist übrigens einfach so ein Hagel an Laserdolchen. So, dann gibt's die Axt, die kennt man auch aus Castlevania. Die fliegt auch in etwa genauso. Also in so Bogen, ist aber sehr langsam. In der ersten Magiestufe ist es einfach eine größere Axt und mit der Goldrüstung schießt man da Laser in alle Richtungen. Das sieht recht spektakulär aus, ist auch schön flächendeckend, aber jeder Einzelne macht halt nicht weiß ich wie viel Schaden. So, dann haben wir die Armbrust, die in zwei verschiedene Richtungen schießt. Der Bronzerüstung sind es dann drei zielsuchende Bolzen, was natürlich praktisch ist, aber insgesamt ist die Armbrust halt nicht besonders stark. Und die Goldrüstung-Variante ist zumindest für Casual-Spieler ganz interessant. Damit kann man nämlich alle verdeckten Schatzrunde auf dem Bildschirm aufdecken. Dann haben wir die Fackel. Ich glaube, wer Ghouls and Ghosts kennt, der weiß, dass die Fackel einfach schlecht ist, einfach Mist ist. Ja, wirft man auf den Boden, da brennt sie dann eine Weile und solange die brennt, kann man halt auch keine neue Fackel werfen. Also das heißt, man ist da ziemlich hilflos. Mit der Bronzerüstung wird es einfach eine größere Flamme. Und mit der Goldrüstung erzeugt man drei Schutzorbs, die allerdings auch nicht so viel bringen. Das ist ein schöner Backup, aber das ist die Waffe insgesamt trotzdem nicht wert. Dann gibt es noch die Sense, die mit der kann man an Kanten sogar nach unten schießen. Also man kann halt in eine beliebige Richtung schießen damit. Mit der Bronzerüstung ist es einfach eine größere Sense und mit der Goldrüstung schießt man nach links und rechts jeweils einen großen Tornado. Und dann gibt's die Tri-Klinge, das ist so eine Bumerang-Waffe, allerdings mit einer sehr geringen Reichweite. Mit der Bronzerüstung ist es einfach eine stärkere Variante wieder. Und die Goldrüstung, damit kann man über sich eine horizontale Explosion erzeugen. Also alle Gegner über einem werden dann quasi getroffen. So auf einer höheren Ebene als man selber ist. Ja, und der Ring, der hat. Den werdet ihr nachher eh noch im Einsatz sehen. Der hat allerdings keine Magieaufwertung. Allein deswegen ist er halt schon ziemlich am Mist. Autoscroller. Ja, und das waren die Waffen. Und das Level ist trotzdem noch nicht vorbei, verdammt. Hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Jetzt will ich auch nochmal. Was? Jetzt will ich auch nochmal helfen. Nächstes Mal. Ach so. Nächstes Mal. Resident Evil Knife Only, ja. Ja, vielleicht kann man es mit Resident Evil Knife Only vergleichen. Spiel mit der Fackel hier. Genau. So, und Abend. Jetzt kann ich den Namen schon wieder nicht lesen. Asgaui, okay. Abend ist das super zu lesen? Bei mir nicht, im Dark Mode. Ist doch easy. Ich glaube, du brauchst eine Brille, Wien. Ich hab eine Brille auf. Das ist schlecht. Ja, ich brauche eine bessere Brille. Weser, nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Außerdem also will ich Ziffer seinen Job hier nicht wegnehmen. Das ist seine Aufgabe, zu sagen, was wir hier machen, wer wir sind. Ich bin tatsächlich erstaunt, dass er die MP3 nicht ein einziges Mal abgespielt hat, wenn wir zusammen bei 5 Runs aufeinander folgend im Commentary waren. Ich glaube, er vermeidet das, wenn du in der Nähe bist. Aber man hat das ja auch versucht zu vermeiden, da warst du ja dann doch im Chat. Ja, da war ich halt im Chat dann. Ja, super. Hi Richard, Hallöchen. Richards. Ach ja, Richards war das ja, stimmt. Entschuldigung. Richard geht auf. Magst du überhaupt nicht, aber. Ja, ich hab mir das irgendwie mal angewöhnt, deswegen. Bei diesen Pillars, die aus der Lava rauskommen, die kommen doch erst raus, wenn man losspringt, oder? Ja. Das heißt, das ist ja das Fiese daran.
Genau. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, man weiß halt nicht, wo die auftauchen. Gut, wenn man es das allererste Mal spielt, weiß man nicht mal, dass da überhaupt welche auftauchen. Man steht vielleicht vor der Lava und fragt sich, wie man da rüberkommt. So, ja, hier haben wir wieder den Mode 7 Turm. Kennen wir auch alles schon. Übrigens, was vielleicht noch ganz interessant ist, man sieht es unten links gerade an der Fledermaus, na gut, jetzt nicht mehr, die hat so einen Korb gehalten und in diesem Korb sind auch Sachen. Also wenn man den entsprechenden Gegner mit so einem Korb trifft oder tötet, dann lässt er den fallen und da ist dann auch noch ein Item drin. Soweit ich weiß, ist das Item aber komplett random. Also da hat man dann keinen Einfluss drauf und für einen Speedrun ist das dann uninteressant, weil man im Speedrun eigentlich mal genau weiß, welche Schatztruhen man aufmacht. Ich bin ehrlich gesagt diesen Mode 7 Fail mit den Schatzkisten beispielsweise, die unten spawnt und einfach auf der Höhe wer raus im Screen rausscrollt, bin ich echt super. Achso, ja. Und MVZ81, jein, also an sich wird's nicht schwerer, aber dadurch, dass man halt zumindest den letzten Boss mit dem Ring besiegen muss und der Ring halt eine ziemlich miese Waffe ist, dadurch wird zumindest der letzte Bosskampf oder generell die drei letzten Kämpfe, also auch der bisherige Endboss in seinen zwei Phasen plus der absolute finale Boss, den es nur im zweiten Durchgang gibt, wären halt schwerer. Aber so grundsätzlich halten die Gegner genauso viel aus, man selber hält auch genauso viel aus. Also ja, effektiv dann ein bis zwei Treffer, je nachdem, ob man Rüstung trägt oder nicht. Nice. Oh, schon wieder wunderbar geschafft, den Boss. Sehr schön. Neues Catch! Geht Rill? Nein, er hat den Ring noch nicht eingesammelt. Er hätte ihn schon einsammeln können, aber er will natürlich erstmal seinen Dolch behalten. Er versucht, den Dolch so lange wie möglich zu behalten und wirklich erst bei der letzten Gelegenheit nachher holt er sich den Ring, damit er dann halt möglichst wenig vom Spiel mit dem Ring machen muss. Aber prinzipiell hätten wir den jetzt auch schon sehen können. So, ja, das Level haben wir von ja auch schon gesehen. Ja gut, wir haben alles schon gesehen, bis auf den finalen Boss. Aber es ist manchmal ganz interessant, wenn man, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas erkläre und ihr habt das in dem Moment verpasst, dafür ist ein zweiter Durchgang dann gar nicht mal schlecht, weil dann könnt ihr beim zweiten Mal halt ein bisschen intensiver drauf achten und wisst dann halt schon, ah, Moment, an der Stelle sollte ich jetzt aufpassen, da war doch das und das. Aber so viele Stellen gibt es halt hier nicht. Abgesehen von dem einen Damage Boost von zum Beispiel. Jo, komm mal bitte das Tropical Freeze Wills auch zweimal hintereinander machen. Dankeschön. Da wäre es tatsächlich praktisch, ne? Ja, klar. Wäre vor allem auch cool, weil dann könnte Goldfish gleich zweimal zeigen, dass er gewinnen kann. So, oh, eine 500-Dollar-Donation habe ich gerade gehört. Mit? Oh. Also aus dem Mainstream. Würde ja. Höchstwahrscheinlich kein Deutscher sein. Aber Blaubeeren-Devil, genau. Auch den Namen kann ich jetzt. Ach ja, First Suspect war das. Genau. Aber auch den Namen konnte ich jetzt im Dark Mode wieder nicht lesen. Ich glaube, ich mache den Dark Mode wieder raus, weil gefühlt kann ich mehr Namen im Dark Mode nicht lesen als im normalen Modus. So. Wieder hochspringen, Level ein bisschen drehen nebenbei. Also nicht, dass er das in dem Moment eben machen musste, weil er musste das schon mal so ein bisschen ausrichten. Okay, der Runner hat gerade das Angebot bekommen, dass da, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, aber dass da irgendjemand nochmal 5 Dollar spendet, wenn der Runner halt die 41-Minuten-Marke unterschreiten wird. Was über dem Estimate ist, die 41 Minuten, das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass es eigentlich höchstwahrscheinlich klappen sollte. Ich meine, gut, er ist ein bisschen, also er hat ein bisschen Zeit verloren bei einigen Tonen vorhin, aber jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie war der Weltrekord? 32,29. Ach nee, ja gut, seine Zeit ist 35,59. Ja. Wird er wahrscheinlich locker schaffen unter Estimate, wenn jetzt nicht weiß ich, was noch passiert. Weiß ich, dass er vergisst, einen Ring einzusammeln oder so. Das könnte nämlich tatsächlich nochmal ordentlich Zeit kosten, weil er dann halt im Endeffekt das letzte Level nochmal machen muss. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Out of the air, there's nothing I can do about it.
Ah, okay, er sagt doch gerade, Pflanze da, die er jetzt gerade getötet hat. Da hat er halt auch so einen kleinen RNG-Faktor. Er muss da ja über den Abgrund rüberspringen. Und es kann passieren, dass die Pflanze genau im falschen Moment schießt. Und ja, da kann er halt nichts mehr dagegen tun. Da wird er halt automatisch getroffen. Wenn er da getroffen werden würde, dann müsste er... Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, hier ist gleich ein Checkpoint. Und da müsste er sich dann halt absichtlich einmal töten lassen, damit er da eine Schatztruhe auch noch aufsammeln kann, mit der er dann eine entsprechende Rüstung wieder bekommt. Die halt auch nur dann auftaucht, wenn man an der Stelle auch gestorben ist. Da sieht man übrigens links auch wieder einen Gegner mit so einem Krug auf dem Kopf oder mit so einem Korb. Da haben wir wieder einen Firebrand gehabt, der aber ganz schnell weg ist. Also wenn man sich den Firebrands nicht nähert, dann werden die auch nicht aktiv. Das Problem ist nur, die sitzen meistens genau da, wo man lang muss. Das heißt, ja, wenn er so wie eben da im Bild ist, dann kann man ihn ganz leicht mit Magie töten. Ja, ansonsten muss man die halt triggern. Da führt dann teilweise kein Weg drumherum. Yep. Bei den Lawinen. Wie gesagt, bei einer von beiden kann man irgendwie einen Skip auslösen. Ich hab's halt irgendwo gelesen, aber nie selber gesehen. Oh, naja. Ist für ein Speedrun eh dann irrelevant. Und auf geht's zum nächsten Boss. Ach, der schon wieder. Genau. Da hatte er vorhin, glaube ich, keine Rüstung, oder? Ja. Jetzt durch die Ende. Ich glaube, da hat er. Und nice catch. Ja, nice catch. Hey. ja, ich habe selber schon mal gespielt. Ist aber auch schon Ewigkeiten her. Also, du kannst mal davon ausgehen, die meisten Retro-Spiele, zumindest SNES und natürlich sowieso Master System, da kannst du mal davon ausgehen, die habe ich auf alle Fälle selber irgendwann mal gespielt. Ich habe gerade die Frage zu, die ist ja wieder Boshi Games dabei. Du meinst wahrscheinlich Fangames, also I Wanna Be The Guy Fangames. Also Boshi ist nicht dabei, aber I Wanna Kill The Camellia 2. Auch gerannt von BBF und... Das wird lustig. Genau. Bei Camellia 2 gilt selbst unter den Fangames als schwer. Nicht zu verwechseln mit I Wanna Kill the Camellia 3, das gilt unter den Fangames als brutal schwer. Macht das da überhaupt noch einen Unterschied? Ja. Achso, übrigens, ja, was ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, während man die Magie ausführt, also während Arthur dann halt so mit einer Hand erhoben steht, ist man auch unverwundbar. Das macht man sich bei dem Boss hier zunutze, wenn man im richtigen Moment die Magie auslöst. Das so nebenbei mal. Das habe ich bisher nicht erwähnt, aber kommt man ja jetzt mal machen. Und excuse me? Achso, I see what you did there. Das Event wird noch bis Sonntag laufen. Ich habe die genaue Uhrzeit jetzt gerade nicht im Kopf, aber hat halt gestern Abend gerade angefangen um 18 Uhr. Also Stand aktuell dürfte so circa 7 Uhr sein sonntags. Kann aber ein bisschen sich von noch verzögern, je nachdem wie eben das Ganze läuft. Und zum Thema I Wanna Kill the Camellia, weil du gemeint hast, ob das noch einen Unterschied macht. Ja, das macht einen Unterschied, weil bei I Wanna Kill the Camellia 3 sagt BBF, dass das nicht Speedrun, weil es ihm zu schwer ist. Oh, wow. Jetzt überleg dir mal, was das bei BBF heißt. Oh ja, deswegen. Übrigens, hier haben wir den Ring. Jetzt sehen wir den Ring im Einsatz. Und das war halt auch wirklich die letzte Stelle, an der er diesen Ring hätte einsammeln können. Und ja, er hat es halt so lange wie möglich hinausgezögert, aber an der Stelle musste er den jetzt einsammeln, ansonsten hätte er keine Möglichkeit mehr gehabt und hätte dann im schlimmsten Fall, oder nicht im schlimmsten Fall, da hätte er auf alle Fälle das Level nochmal komplett neu machen müssen. ja, gleiches Spielewechsel, Sunny. Dann geht's weiter mit ActTracer 2. Und ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, was danach noch kommt. Mir ist gerade eben erst aufgefallen, wo die Flammen rauskommen. Ja. Yep. Wenn man nicht genau hinschaut, dann sieht das erstmal komisch aus. Oh ja. Ist hier, nee, es ist noch nicht 22 Uhr. Ich muss mich zusammenreißen. Egal. Ja, erste Phase von dem ursprünglich mal finalen Boss, zumindest im ersten Durchlauf. Jetzt werden wir auch von der zweiten Phase mal ein bisschen mehr sehen. Da sieht man halt einfach, dass er im Grunde in der zweiten Phase genau dieselben Attacken hat,
nur ein bisschen stärker und ein bisschen heftiger. Ein bisschen größer, vor allem. Also die Flammen, die eine etwas höhere Reichweite haben. Und der Laser, wenn man den mal sieht jetzt, der füllt halt deutlich mehr Platz aus. Da ist er doch. Also ist ein bisschen schwerer, da auszuweichen. Aber an sich ist der auch nicht wirklich schwer, der Boss. Also zumindest, wenn man weiß, was man zu tun hat. So, der finale Kampf, der wird übrigens, also ich finde ihn zumindest immer so vom Aussehen her relativ spektakulär, weil man da immer sehr, sehr knapp den Schüssen ausweicht. Ja, das sieht halt immer, ah, nice catch nochmal, sehr schön. Ja, sieht halt immer sehr interessant aus, auf jeden Fall. So, da haben wir den finalen Boss. Ja, der Runner meinte gerade irgendwas von Game Flows. Ich weiß nicht, ob ihm da mal irgendwas passiert ist. Ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen. So, und ja, und hier hat man halt so ein bestimmtes Pattern, also so ein bestimmtes Bewegungsmuster, mit dem man arbeiten kann. Okay. Na, hat es jetzt leider nicht ganz hingehauen. Jetzt müsste er die Plattform mal auslassen, weil er sonst von den Lasern getroffen worden wäre. Und nochmal. Okay, da hat er jetzt gerade ziemliches Pech. Also normalerweise springt man halt auf die Plattform rauf. So. Achso, okay, gut, das war's schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt sieht man halt das Muster nochmal genau, aber der braucht ja nur einen Treffer. Umso ärgerlicher, dass das jetzt so lange gedauert hat, dass er diesen einen letzten Treffer anbringen konnte. Oh! Ach, da war ja was, ne? Mit unter 40 Minuten? Unter 41 Minuten hieß es, aber unter 40 Minuten was Estimate. Was ja, Estimate? Stimmt, da war ja was. Nee, aber mal ganz ehrlich, das ist On-Point Estimate, Leute. Ja. Oh Mann. Kalkuliert, genau. Das war wirklich gut kalkuliert mit dem Estimate. Ja, alles geplant vorher. Ja, aber war ein schöner Run. Wie gesagt, ist halt immer ein bisschen doof, dass man im Grunde denselben Run zweimal direkt nacheinander sieht bei dem Spiel. Aber ja, ist ja nicht so, dass das jetzt so ein 3-Stunden-Spiel gewesen ist. Was bedeutet Estimate? Die Estimate ist einfach die Zeit, die Runner angegeben haben, wie lange sie vermutlich maximal brauchen werden. Ja. Weil wenn man so ein Schedule, also so einen Zeitplan erstellt, muss man ja auch immer ungefähr wissen, okay, der Run, der wird maximal so lange gehen, der Run wird maximal so lange gehen, das muss ja alles ein bisschen planbar sein. Deswegen gibt man da immer so eine Estimate an. Und sollte die Estimate überschritten werden, guckt man halt immer, wie viel noch übrig ist. Also wenn jetzt abzusehen ist, was ich, in einer Minute ist er auch nur im Spiel durch, dann lässt man ihn das natürlich noch zu Ende machen. Wenn dann aber abzusehen ist, der würde jetzt, weiß ich, noch eine Stunde brauchen, mal so ganz blöd, ganz krass gesagt, dann macht man im Zweifelsfall so einen Mercy Kill, also dass man halt den Run abbricht, um halt nicht zu sehr in Verzögerung zu kommen. Genau. Nur ein 3 bis 10 Stunden Spiel, wenn man Anfänger ist, ja, das auf jeden Fall. 3 bis 10 ist untertrieben, glaube ich. Jo. Kommt drauf an. Also, es kommt drauf an, wie oft man bereit ist, nochmal von vorne zu starten. Oder von vorne ja nicht, man hat ja unendlich Continues in dem Spiel. Ja, gut, stimmt. Aber ich glaube, entweder spielt man es innerhalb von ein paar Stunden durch, oder man hört einfach auf. The game is basically playing back kind of like a TAS file. It's kind of playing back inputs here, and I change my inputs on the controller so I can mash easier. Ah, okay. Das ist interessant. Das wusste ich jetzt selber noch nicht. Und zwar da wird ja jetzt im Moment immer die Demo vom Spiel abgespielt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe es halt nur zur Hälfte eben gerade so wirklich gehört, weil ich erst da aufmerksam zugehört hatte. Wenn man aber seine Controller-Einstellungen ändert, kommt das Spiel damit nicht so ganz klar.